CDU-CSU-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich will eins sagen zu Ihrer Masche, wenn man Sie gestern und heute beobachtet. Gestern melden Sie ein Thema an, Freiheit und Gleichheit von Frauen, und Sie reden relativ schnell, kommen Sie zum Thema Kandel und die Frage Ausländerpolitik. Heute melden Sie das Thema an, Altersfeststellung von jungen, geflüchteten Migranten. Und Sie kommen relativ schnell in der Sprache zu den Themen volkswirtschaftlicher Schaden, Lügner etc. Und für uns als Union steht eins fest, das Thema Altersfeststellung von jungen, geflüchteten Personen ist ein wichtiges Thema. Und ich stimme den Kollegen der FDP ausdrücklich zu, dass wir dieses Thema versachlichen müssen. Das steht außer Frage. Aber außer Frage steht für uns auch, wenn man dann Ihren Antrag liest, Ihre Rede hört, Ihre Sprache identifiziert, dass es mit unseren Grundwerten einer freiheitlich-christlichen Grundordnung nichts zu tun hat, sondern dass es weitestgehend Hetze ist, auch gegen Ausländer. Und das werden wir als solches auch nicht mit unterstützen. Denn die Kollegen haben es angesprochen, wir reden hier im Kern über Kinder. Und wir haben nicht nur eine UN-Kinderrechtskonvention, wir haben auch eine Sozialgesetzgebung oder als Herkunft oder auch Geschlecht und Ähnliches für uns nicht relevant. Sie und gerade geflüchtete Kinder verdienen unseren Schutz, unser Vertrauen und unsere Zuwendung. Sie nicken, das nehme ich gerne zur Kenntnis. Es ist unsere Aufgabe, Ihnen dieses auch zu geben. Und Deutschland zeigt diesen Menschen gegenüber Solidarität und Anstand. Aber das betrifft Kinder. Das Ausnutzen des besonderen Schutzes für Kinder durch Erwachsene, die gegebenenfalls auch falsche Altersangaben machen, die sind auch für uns nicht hinnehmbar. Also wird die Großzügigkeit des Staates durch Unberechtigte ausgenutzt, hüllt das die Hilfsbereitschaft und die Offenheit unserer Gesellschaft aus. Und auch das werden wir nicht hinnehmen. Aber Ihr Antrag insgesamt von der Sprache her ist menschenverachtend aus unserer Sicht. Wie gesagt, weil Sie nur Misstrauen, und Anklage formulieren und nicht zum Thema kommen. Volkswirtschaftlicher Schaden steht drin, dann steht in dem Antrag drin Ausnutzung, es dient Abwehr von Gefahren, es ist also nur eine Anklage und ein Misstrauen jungen Menschen gegenüber. Deswegen will ich zu dem kommen, was wir in den letzten Jahren auch gemacht haben. Nadine Schön hat schon angesprochen, dass das Saarland mit dem Vorscreening-Verfahren einen sehr klugen Weg gegangen ist. Ich kann als Hamburger sagen, und das ist auch für die Sozialdemokraten vielleicht ganz interessant, dass wir in Hamburg auch ein besonderes Verfahren haben, das Hamburger Modell haben, auch vom Institut für Rechtsmedizin am UKE ja so unterstützt und so durchgeführt. Und Ähnliches gilt für die Bayern, für die Regelungen, die in Bayern getroffen wurden. Ganz interessant, nur mal am Rande notiert, die CSU in Bayern, die SPD in Hamburg und die CDU im Saarland haben ja also kluge Vorgehensweisen gemeinsam entwickelt. Mit Blick auf den Sonntag wäre es ja dann auch ein gangbarer Weg, was wir in den Sondierungen verhandelt haben und ausgesprochen haben, diese Ankersysteme, diese auch bundesweit dann zu implementieren. Herr Kollege Weinberg, aus der AfD würde ich gerne eine Zwischenfrage stellen. Bitte sehr, Herr Kollege. Es geht, sehr geehrter Herr Kollege, als man das Alter von angeblich minderjährigen Flüchtlingen in Dänemark beispielsweise feststellte, da waren 75% von denen über 18. Wieso sind Sie der Meinung, dass in Deutschland ein gewisses Misstrauen dann menschenverachtend wäre? Also eins müssen Sie immer eins wissen. Also ja, in Dänemark waren es 75%, wir haben im Saarland 35%, wir haben in Hamburg 40% falscher Altersangaben. Das ist ein Problem und das müssen wir angehen, das Problem. Aber 60% derer waren minderjährig. Und Sie diffamieren dann diejenigen, die minderjährig sind. Also und bei uns gilt es eine ganz klare Aussage. Wir wollen die Kinder schützen und wir haben gewisse Vorgaben, wie wir Kinder dann auch in Deutschland betreuen. Bei denjenigen, wo es nicht stimmt, da werden wir über ein Verfahren oder werden wir über die Verfahren das auch so regeln. Und deswegen glaube ich, dass wir mit dem Sondierungspapier und den Ergebnissen der Sondierung richtig liegen. Und wir haben schon, auch das wurde angesprochen, Ende 2015 ja in der Gesetzgebung den § 42f im Sozialgesetzbuch verändert, dass das Jugendamt die Minderjährigkeit feststellen muss und auch medizinische Überprüfung anordnen kann. Warum das nicht so
erfolgt, wie wir uns das vorgestellt haben. Dafür mag es viele Gründe und Ursachen geben. Ich habe schon angesprochen, jetzt wird man dazu kommen müssen, dass man sozusagen die Kompetenzen bündelt, dass man die Verfahren auch klarer macht. Das muss man aber sehr sorgsam machen. Und auch da kann ich dem Kollegen der FDP nur zustimmen. Es gilt weiterhin, dass wir bei all den Maßnahmen, die wir entwickeln, den Schutz der Kinder in den Vordergrund stellen. Und das, glaube ich, ist mit dem Ankereinrichtung auch gut und sinnvoll und gut geplant. Deswegen, und das muss abschließend noch mal gesagt werden, ist es für uns in der Union, und ich glaube, dass das weite Teil des Plenums sozusagen da auch unterstützend, jetzt die Herausforderung, dieses zu verbessern, ganz deutlich. Aber auch ganz klar muss gesagt werden, und das meine ich mit der Formulierung in Ihrem Antrag, zwischen den Zeilen, was man da liest. Reines Misstrauen kann es nicht geben. Reines Misstrauen wird es mit uns nicht geben, denn wir sagen, stehen zu einer humanistischen Gesellschaft mit einem christlichen Menschenbild. Und das unterscheidet uns von Ihrem Ansatz. Vielen Dank. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege.